Servus miteinander. Wir sind die Jungs von Leftovers and Beer und wir wollen euch näher bringen, wie man am besten mit den Resten aus der WG-Küche etwas Feines zaubert, auch im angetrunkenen Zustand, zum Beispiel nach dem Feiern. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Prost. Prost. Folgendes haben wir heute in der Küche gefunden. Zwiebeln, Knoblauch und Speck und natürlich Mehl. Wir starten mit einer großen Schüssel. Nehmen wir einen Schluck Bier. Ich füge jetzt das Mehl hinzu, je nach Bedarf. Mischen! Okay, jetzt brauchen wir Salz. 500 Gramm. 500 Gramm Salz, habt ihr gehört? Eine Prise Salz. Mehr als eine Prise Salz. Okay, kommen wir zu den Zwiebeln. Eine Hand. Alle Zwiebeln. Alter. Das Knoblauch. Der Knoblauch. Das ist kein Bier, das ist Wasser. Mischen. Zwei Flaschen Wasser, Bier. Nein, mischen. Nach ca. 20 bis 30 Minuten im Ofen ist es dann fertig und wir hoffen, es hat euch geschmeckt. Unser Flammkuchenbrot lässt sich optimal zubereiten, ob nachts, ob tagsüber oder sonst wann. Auch die Gerüchte, alle recht knackig. Hoffen, es schmeckt. Bis zum nächsten Mal. Hey, Süße, weißt du noch vor ein paar Jahren, was wir uns gegenseitig ganz intim versprachen? Ich fühlte mich so stark und gut, hab mich bei dir ausgeruht. Doch wie so oft kam Hochmut, ich fiel in mir zusammen zum kleinsten Mann mit Hut. Zum kleinsten Mann mit Hut. Ich hoffe, du weißt, ich schwieg, bitte bleib.